Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei meiner Reise durch das Land der Verbannten hier in Conan Exiles. Und ja, ich möchte jetzt damit anfangen, die drei Reisen da oben zu erledigen. Kopf beschaffen, Objekt färben und religiösen Eifer zeigen. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen killen gehen. Dafür nehme ich meine gute Verbannte hier mit. Die muss ja auch mal aufsteigen. Genau. So, greif du mal an. Du darfst ein bisschen kämpfen lernen. Ja. Ah, guck mal, die hält schon ein bisschen mehr aus, ne? Die blockt auch schon besser. So. So. Und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt schon einen Kopf kriegen und nicht erst noch 10-mal schlachten müssen. Na, da müssen wir noch ein bisschen mehr töten. Sonst angreifen. Ja. Genau, und wenn wir das hier alles erledigt haben, dann möchte ich gerne da, wo wir gestern das Safari-Lager platt gemacht haben, mir diese Ruine da angucken, die wir gesehen haben. So, die macht den auch wohl schon alleine fertig, oder? Ja, die kann ich ja noch nicht auf große Gegner loslassen. Dafür braucht die nur mindestens 1000 Leben, ne? Na komm. Ja, aufgestiegen, sehr gut. Komm, jetzt gib doch mal einen Kopf hier, meine Güte. Von irgendeinem beliebigen Tier. Geht das denn dann auch von diesen komischen Viechern hier? Die hier alle rumrennen? Lass das. Wo ist der andere hier? Da. Die geben nur Wildfleisch, aber keinen Kopf. Och Mann, gibt's doch nicht. Du musst ihn schon treffen, Jungmädel. Oh, warte, warte, warte. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. So einer. Oh! Alle drei auf die gute Frau. Schade. Viechern überhaupt einen Kopf? Da ist er. Schieferrückenkopf. Jawoll. Okay, das haben wir. Wer hat Hunger? So, ja gut, die gute Dame ist auch aufgestiegen. Hier. Oh, jetzt schon wieder alles Fleisch verbraucht. Hier kriegst du das. So, ess das mal. So, was hat sie denn jetzt hier? Oh, guck, Stufe 4 schon. Jetzt ist auf Mut der Wachstum. Gut. So, wir haben unseren Kopf, das ist gut. Dann noch ein Objekt färben irgendwie. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir da oben die Jungs nicht anlocken. Ich glaube, das schafft sie noch nicht. Aber die hat fast 1000 Leben. Das ist doch schon mal gut. Ja, ja, keine Ausnahme. Gut, dann haben wir den Kopf. Genau, einmal hier beim Tierchen vorbeigucken. Ach so. Habe ich euch ja noch gar nicht drauf hingewiesen. Das fehlt ja auch noch. Wie sieht es denn aus? Das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Wie ihr seht, ich habe hier noch mal ein bisschen angebaut und umgebaut. Den Schrein verschoben.
Hier einfach mal, dass es aufgeräumter wirkt. Ne? Das habe ich offscreen mal ein bisschen gemacht. Hier fehlt irgendwas. Ai je. Hölzernes. Ja. Also Eisen glüht noch genügend durch. Die Türen gehen eh irgendwann von alleine zu. Das ist auch ganz geil. Genau, ein Objekt färben. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe hier irgendwo Farbe. Glasflasche, sanftbraunes Färbemittel. Aschefarbenes Färbemittel. So, und dann habe ich gehört. Färben. Okay. Speichern. Das haben wir gemacht. So, dann kann ich das mal reparieren. Eisenbarren und Leder. Okay. Glaube, ich habe hier noch kein Leder. Doch, hier habe ich auch Leder. So. Ja, ich muss das ja mal reparieren hier, ne? Ah, guck mal hier, der ist ja gar nichts mehr, ne? Ja, ja, ich bin überlastet, das ist okay. So, dann lassen wir mal nackig hier rum. Dann schneide ich euch hier mal kurz raus. Esther habe ich. Dann würde ich schon mal hier das Kreuz hier bauen. Ach, scheiße, 15. So, das Kreuz würde ich einmal bauen wollen. Nochmal 3. So, ja, dann machen wir gleich noch eben die Nacht durch. So, dann kann ich das Kreuz hier herstellen. Dann haben wir den nächsten hier. Den religiösen Eifer zeigen. Und einfärben. Ja, dann haben wir die 3 schon mal geschafft. Dann kommen wir jetzt, kriegen wir jetzt mal irgendwie die Nacht rum. So, das ist noch im Bau. Was kann ich damit überhaupt machen? Will ich gerne wissen. Gucken wir zusammen drauf. Gut. Gibt nämlich auch immer EP, ne? Oh, hier, Werkzeug herstellen, habe ich gemacht. Mitra will, dass die Menschen aufrecht vor ihm stehen und sich nicht wie Würmer auf dem Bauch vor ihm krümmen oder seine Altäre mit Opferblut besudeln. Nahtok, der Zauberer. Die Reinigung der Verstorbenen ist ein wichtiger Teil der Totenriten von Mitra. Wenn ein Mensch stirbt, wird die Hülle, die einst sein Körper war, in einem aus der Legende des Phönix hervorgegangenen Ritus, yeah, Ashburn Baby, den Flammen übergeben. Es heißt, dass durch die Reinigung des Körpers eine neue Seele aus der Asche geboren werden kann. Vor der Verbrennung muss der Leichnam allerdings mit einem Mitra-Kreuz gereinigt werden. Der Körper wird dabei mit dem Kreuz geschlagen, um die letzten Reste der Seele aus dem Körper zu vertreiben, damit er nicht wiederbelebt und von Nekromanten missbraucht werden kann. Okay. Brauche ich jetzt nicht für unterwegs, aber ist bestimmt irgendwann nochmal nützlich, ne? So, komm, dann packen wir alles mal eben hier rein. Das noch weggepackt, das kann weg. Den Bogen, die Dafari-Keule. So, ihr Lieben, dann wollen wir mal los hier, ne? So, ich habe alles so weit rausgepackt. Ach, hier diese Teerkacke, die kann doch eben weg. Alles Mögliche gemacht hier, aber das nicht weggeräumt, ne? Super. Die Äste brauche ich jetzt auch nicht mitschleppen. Eine Fackel reicht auch. Gut, dann komm. Dann sehen wir uns nachher da drüben. So, hier. Ivan. Oh. Mist, nicht aufgepasst. Hm.
Wollen wir mal gucken, hier draußen ist irgendwo schon mal ein Speer da. Ach du Scheiße, das sind fünf. Eieieiei. Warte mal. Ach, jetzt habe ich mir den neuen Bogen gebaut und nicht mitgenommen. Ich bin ja ein Held, ey. Oh Mann. Ja, also. Jo. So, jetzt wird's Zeit für die Jungs. Ach, das kannst du behalten. Oh. Trinken Sie mal einen Schluck. Wo ist denn der jetzt? Ich will ja nicht alle auf mich hetzen. Schön langsam. Da scheinen echt viele zu sein, ne? Aber ich den mache da. Mist. Ich treffe nicht. Ach nee, bleib doch mal stehen, Junge. Oder Mädchen. Whatever you are. Jetzt bleib stehen, verdammt. Oder war knapp. Gibt's doch nicht. Ich verballer hier einen Pfeil nach dem anderen, ey. Nee, das sind, glaube ich, zu viele hier, oder? Guck mal. Guck dir da mal an. Ach, nee. Dafür bin ich noch nicht gut genug. Wenn ich die jetzt auf mich lenke, dann kommen sie alle, wa? Nee, da lass mal lieber. Da hinten ist noch ein Lager. Ich gebe mal dahin. Das ist vielleicht ein bisschen kleiner. Sieht aber auch schon riesig aus, ne? Aber ich würde gerne da oben mal gucken. Da würde ich mich vielleicht gerne niederlassen, ne? Hey, was ist denn jetzt los hier? Wieso zuckt das denn so? Ja, ich würde mich hier wohl gerne niederlassen. In dem Gebiet hier. Da hinten ist nämlich ein Obelisk. Cool. Das ist halt die Frage, ne? Wie viel sind hier? Wie viele haben wir hier? Scheiße. Ey. Oh, jetzt kommen die gleich zu so viel. Nein, jetzt rennen, Junge.
Ach Gott, gibt's doch nicht. Aber wenn ich Pech habe, verliere ich meine Kämpferin jetzt auch noch. Weil die ist ja wahrscheinlich noch da. Ach, das war wieder so klug von mir. Warum hau ich denn auch nicht ab? Vielleicht macht sie ja alle platt. Ich glaube nicht. Aber die steht da. Ah. Ist sie noch lebendig oder was? Ist das meine? Die folgt quasi meiner Leiche oder was? Ist das meine? Jo. Die hat aber jetzt keinen besiegt, oder? Oh, der geht's aber noch gut. Kann man die so einstellen, dass die mir dann im Tod auch noch folgt? Also gut, das lassen wir sein. Wir kundschaften mal hier oben weiter. Oh Mann, ey. Was haben wir denn hier Schönes? Hier könnte man sich doch mal ein Haus bauen, oder? Ich würde mich gern nach hierhin umziehen. Hier habe ich dann immer Eisen. Direkt in der Nähe. Und ja, hier geht es auch irgendwie weiter, ne? Hier haben wir ein bisschen was. Hier sind wir ein bisschen safe. Auch wegen der Säuberung. Da brauche ich mir nämlich dann nur Gedanken über die Aufgänge hier machen, die es so gibt. Denke ich, da unten ist ein See. Fluss. So, wie sieht es hier hinten aus? Hier oben ist es auch relativ geschmeidig, ne? Ja. Hier ist es relativ geschmeidig. Relativ safe. Hier sind ein paar Dings. Hier geht's runter. Ja gut, aber hier komme ich an den Fluss. Da werden uns ein paar Krokodile erwarten. Hier sieht es ziemlich ungefährlich aus, ne? Ich würde sagen, ich will mir jetzt ein paar Steine klöppeln und dann baue ich uns hier erstmal eine kleine Hütte auf. Und dann würde ich mal gucken, ob wir uns irgendwie nach und nach hier alles rüberholen können. Ja. Ja, auf jeden Fall brauchen wir erstmal Steine. Das kann ich nicht wegklöppeln, ne? Nö. Gut, aber Steine wird es doch hier irgendwo geben. Ja. Da gehe ich mal stark von aus, dass wir hier irgendwo Steine finden. Na, Holz wird ein bisschen schwierig, ne? Aber auch Steine. Oder? Kacke. Ach, hier. So. Einzeln gehen die Viecher ja, ne? So, sorry. Ja, da müssen wir auch aufpassen. Oder komme ich hier irgendwie hoch? Ja, hier sind die ganzen Vögel, ne? Ja, aber ich will hier irgendwo in die Ecke. Weil wegen der Sicherheit. Nee, Quatsch, wegen der wenigen Laufwege. Da ist ein Lager. Das ist auch relativ groß, oder? Weiß ich noch nicht. Ja doch, das ist auch sehr groß. Das sind aber zwei Lager. Hm. Ja. So, jetzt habe ich echt mal ein Problem, ey. Ich muss nämlich jetzt erstmal rausfinden, was so der beste Weg wäre, wie es hier weitergeht, ne? Dafür kenne ich mich noch gar nicht genug aus, aber
hier hinziehen ist auch irgendwie blöd, weil du hast hier ja nichts. Keine Samen, gar nichts. Und es ist auch nur relativ friedlich. Weil hier gibt es diese Hyänen. Da unten gibt es diese Vögel. Oh Mann. Ja, obwohl da vorne wäre es, ne? Das ist halt die Frage, wie kriegst du Holz und den ganzen Scheiß, ne? Dann musst du für sowas immer weit rennen. Hm. Das ist irgendwie alles schwierig. Oh, das ist einer von denen, die einen angreifen, ne? Komm, den habe ich auch noch nicht gemacht. Dann versuchen wir uns an dem auch mal. So, ja, ohne Probleme. Hey, so schön Horn wieder. Guck mal, mit den Hörnern konnte ich auch noch was machen. Ja, gar nicht so einfach, gar nicht so einfach, ne? Total nicht, ey. Und wenn ich hier unten an den See gehe, an den Fluss, und mir da irgendwie was aufbaue, kann ja mal gucken, ne? Was wir da so haben. Guck mal, hier haben wir auf jeden Fall mal eine Menge Steine. Bis zum Eisen ist es nicht so weit. Ja, guck mal hier. Hier kannst du doch schön bauen. Ja, wirst du mal hier und da ein Krokodil haben, ne? 1, 2, 3. Also, wenn ich hier irgendwie auf... Na, auf diesem Vorsprung ist vielleicht blöd, ne? Auf jeden Fall ordentlich Steine hier. Da hinten ist ein Weg. Hier hast du Bäume. Immer mal die Gefahr eines Krokodils, aber... Au, da hinten, ne? Auf dieser Plattform da oben. Da lässt sich doch sicher cool bauen, aber nee. Soll schon ein bisschen spezieller sein, ein bisschen gut zu schützen. Guck mal, hier liegt auch schon Eisen rum. Voll gut, du. Erste Bäume. Jede Menge Eisen. Musst ein bisschen aufpassen mit Krokis. Was war denn da hinten? Aber warte mal, hier. Hier wäre doch Shane, oder? Nein. Wie ist da hinten? Da hinten oben wäre cool. Ja. Ja gut, Krokodile hast du hier, ist klar, ne? So, komm, kletter mal hier hoch. Dafür soll es wohl reichen. Ich hätte vielleicht mit voller Ausdauer klettern sollen. Wie sieht es denn hier so aus? Ja gut, du kannst ja... Bisher mit Vorsprung bauen hier, ne? Dass ich hier wirklich das ganze Stück eine Hütte baut. Jetzt habe ich diesen blöden Bauhammer nicht mehr. Den gibt's doch nicht. Ja, das ist ja wieder typisch meiner einer, ne? Ah, hier geht's aber echt deep runter, ne? Wirklich tief. Obwohl, hier geht's. Boah, aber mächtig viele Krokodile. Kommen die hier hoch?
Ich glaube, das beantwortet die Frage sehr gut. Komm. Ja, ciao. Okay. Ja, ihr Lieben, ihr könnt ja mal ein bisschen mitsagen, wo man sich hier jetzt gut niederlassen kann. Da würde ich sagen, ich mache an dieser Stelle erstmal Schluss. Wir merken uns diesen Platz hier vor. Und ich gucke mal, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Vielleicht gibt es ja noch eine coolere Stelle. Weil da oben, ja gut, man könnte hier eine Treppe oder so hochbauen wahrscheinlich, ne? Gerade hier so. Hier könnte man noch sicher was bauen, ne? Dass man hier mal klettern muss. Aber wir gucken mal hier oben noch, was hier so ist. Vielleicht ist das auch ganz bescheiden hier. Aber hier haben wir auf jeden Fall Büsche. Ja, aber hier haben wir die ganze Savanne dann im Rücken. Hm. Vorne ist auch noch ein kleines Dorf. Ja gut, das wäre jetzt nicht so schlimm. Warte mal, aber... Hm. Hier müsste ich nichts schützen. Dann müsste wirklich darum... Hier so einen kleinen Schutzwall von dann bis dahin. Ja. Da könnte man noch mit leben, oder? Dass man sich hier von unten nach oben so ein bisschen was aufbaut. Vielleicht eine Maßnahme. Hier, wo wir gerade hochgeklettert sind oder was, ne? Baust du dir hier eine Treppe runter, dann kann so eine quasi Verbindung zu dem unteren Stock hier. Dann kannst du dich hier richtig groß bauen. Es gibt ja auch Aufzüge, habe ich gesehen. Vielleicht kann man dann später mit Aufzügen arbeiten. Wo sind wir hier überhaupt? Wir sind hier. Wow, ja. Da war ich gestorben, ja, ja. Aber dann haben wir hier schon mal eine Menge um uns herum. Wir können hier was entdecken. Ja, ich finde, das ist gar nicht mal so eine ungeeignete Stelle hier. Klar, wenn wir längere Reisen machen, die werden auch noch kommen. Wo wir noch länger unterwegs sind. Ja, ja gut. Was soll's, ne? Da, man kann hier oben einen Brunnen bauen. Dann bist du weit weg von den Krokodilen. Ist ja auch gar nicht so schlecht. So, dass ich hier alles aufbaue. Und dann da hinten nochmal wieder hingehe und alles abbaue. Ich meine, ich muss sowieso nochmal rüber wegen meinem Viech. Aber guck mal, hier haben wir richtig was zu entdecken. Ja, sagt mir doch mal, wie ihr die Stelle hier findet und die Idee, hier was Großes aufzubauen. Ich finde den Platz eigentlich recht cool. Weil man hat hier auch so ein Dorf in der Nähe. Kann man sich immer mal wieder was abholen. Genau. Und dann kann man sich hier echt schön was aufbauen. Man hat Pflanzen für Pflanzenfasern da. Also eigentlich hast du alles hier vor Ort. Da unten schnell ein paar Krokodile killen. Da ist Kohle, da unten liegt Eisen rum, Steine. Ist eigentlich alles vor Ort hier, ne? Ja. Ja, cool. Ich glaube, das überlege ich mir. Ja, dann hoffe ich doch, dass euch die Runde heute gefallen hat. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Gerne freue ich mich über jedwege Tipps und Tricks unter den Kommentaren. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.